Zunächst möchte ich anfangen damit, darauf hinzuweisen, dass das Thema 12. Februar 1934 und Sozialdemokratie im weitesten Sinne, ideologisch, sozialgeschichtlich, organisationsgeschichtlich, ein Thema ist, das von den heutigen Geschichten bis lange Zeit, also in den aktuellen Geschichtsinteressen, aber auch den methodischen Zugängen unterbelichtet wurde, beiseite geschoben wurde. Das war nicht immer so. Und gerade in den 70er Jahren, in dem Kreisky die wissenschaftliche Kommission, was weiß ich, zur Erforschung der Zwischenkriegszeit etc. gegründet hatte, ist, glaube ich, also grundlegende Arbeit geleistet worden dort. Dieser Zugang war primär ereignisgeschichtlich, organisationsgeschichtlich, ansatzweise auch also sozialgeschichtlich orientiert. Dann der nächsten Phase, also das beginnt ab der Mitte der 80er Jahre, kommt angeheizt natürlich durch die Waldheim-Affäre, die uns ja, also uns Österreicher überfallen hat, obwohl die Fakten ja hätten bekannt sein können, zum Teil auch sind. Mit der Waldheim-Diskussion beginnt die NS-Vergangenheit, die verdrängt wurde, irrsinnig interessant zu werden und zur gleichen Zeit, also wo sich das große Interesse auf Nationalsozialismus und Österreichs Rolle im Nationalsozialismus verschoben hat, KZ, viele Erinnerungen, Oral History wurde angesprochen, werden da gerät in den Vordergrund. Damit zeichnet sich aber auch also ein paradigmatischer Wandel ab. Also die Geschichte geht weg also von den harten Fakten und den längeren Strukturen, wozu ich also auch, glaube ich, ein bisschen was beigetragen hatte, zur Erinnerung, zu subjektiven Einschätzungen, zu Einzelhaftigkeit, zum Handeln, würde man heute sagen können. Das hat also dazu geführt, also dass diese Arbeiten aus den 70er Jahren, gibt es eine Vielzahl, also aus Salzburg, Linz, Wien etwa, später dann noch ein bisschen in Graz weitergeführt, dass die das Interesse verloren hatten und eigentlich eingefroren geworden sind. Aber bekanntlich ist, wenn man das tief gefriert, bleibt es auch frisch. Also erhalten kann man es wieder auftauen und es entwickelt sich nicht weiter. Und so komme ich mir vor, in der Phase sind wir heute wieder und bin ich insbesondere auch mit diesem Vortrag. Ich kann daher, und ich tue es auch vielleicht manches Mal zu leichtfertig, mich also sehr stark also auf das Gewaltbuch also zu konzentrieren. Ich bin sicher, dass ich also die Intention habe, also die dritte Auflage zu machen und also zu erweitern und ein bisschen umzuschreiben. Aber also ich habe viele Wünsche, vielleicht kommt es nicht mehr zustande. Jedenfalls daran möchte ich anknüpfen und auch mir jetzt, also wie Harald Wildfeder schon gesagt hat, eine lange Vorgeschichte ersparen, die ich sonst üblicherweise bei sowas immer gemacht habe und nur auf einen Konnex hindeuten, den ich also, um in meiner alten Tradition der quantitativen und der Langfrist-Strukturgeschichte, mittelfristigen Strukturgeschichte zu bleiben, mit... Okay, ja, ist das schon da? Ja. Was da sein muss? Ja. Trotzdem, ich will das im Vorbeigehen kurz erklären. Geht aber nicht. Ja, geht schon. Also der sehr einfachen Grafik, ich erläutere es nicht im weiteren Sinne, es ist nur diese durchgezogene Linie entscheidend, die ist die Summe der Schwerverletzten und der Toten in der Zwischenkriegszeit. Was ganz wesentlich ist, ist die Frage der vorgemerkten Arbeitslosen, das sind die Striglierten und im Grunde genommen das Wachstum der Wirtschaft, Bruttonationalprodukt, ist in der Zeit jedenfalls das Umkehrungsverhältnis zur Arbeitslosenquote. Und also in der Höhepunkt der Quantifizierung habe ich da alle möglichen statistischen Werte berechnet, das also ist ja, für weniger aktuell. Anfangen tut das mit 1919, mit relativ vielen. Das ist ja ein logarithmisches System, daher sind die unteren Werte höher, weil sie ja sonst
wird man ja unendlich hohe Zacken kriegen. Aber trotzdem, 1918, 1919, 1920 sieht man die revolutionäre Phase mit bestimmter Gewalttätigkeit, mit Demonstrationen, mit Aufruhr, mit Hungerdemonstrationen, mit kommunistischen Putschversuchen. Dann beginnt eine Phase der frühen 20er Jahre, die geprägt ist durch beginnende Zusammenstöße zwischen links und rechts. Schutzbund wird schon gegründet und die Vorläufer der rechten Organisationen etc. Dann sieht man aber auch hier bereits also in der Zeit 1923 nicht so sehr die Inflation, sondern die Sanierungskrise ist das, was also große Gewaltbereitschaft auch durch erzeugt. Dann beruhigt sich die Situation und dann bricht plötzlich der 15. Juli 27 heraus. Ein Ereignis, das natürlich nicht aus langfristigen Trends zu erklären ist, sondern Zufälligkeiten spielen in der Geschichte immer große Rolle. Dann geht die Gewalt wieder zurück in die Phase der ersten Hälfte, der zweiten Hälfte der 20er Jahre. Ich nenne das trotzdem latente Bürgerkrieg. In der Zeit, in der die Heimwehr vordringt, die Nazis also noch geringfügig sind, aber die innenpolitischen Konflikte zunehmen. Und das explodiert dann hin auf 1934 mit den zweifachen Bürgerkriegsereignissen, Februar 34 und Naziputsch, und geht dann leicht zurück, also in Richtung auf 38. Also das ist auch durchaus vergleichbar mit europäischen Entwicklungen, ist eingebunden. Ich werde das nicht mehr im Einzelnen erläutern. Ich habe jetzt da wahrscheinlich 5 Minuten verloren. Die zweite Karte, lassen Sie das noch ein bisschen stehen. Also kann man dann noch, das ist eine Landkarte der Verteilung der Gewalt, aber das werde ich nicht mehr kommentieren. Erst also bei der Frage des Aufstandes, also 12. Februar. Ich beginne mit einer kurzfristigen Perspektive. Entschuldigung, ich bin noch grippös seit 2,5 Wochen. Durch nicht Bettruhe. Im Herbst 1933 ging Dollfuß daran, die Sozialdemokratie in ihren letzten Rückzugspositionen anzugreifen. Durch die dabei notwendiger werdende Heranziehung, immer noch notwendiger werdende Heranziehung der Heimwehr und der Rückendeckung Mussolinis verstärkten sich die Tendenzen, die auf eine Faschisierung des undemokratischen, bisher eindeutig autoritären Regimes hinausliefen. Dollfuß Anfang September noch nicht den mit Mussolini besprochenen Staatsstreich, aber die Reden aus Anlass des Katholikentages und die Regierungsumbildung im Sinne der vollfaschistischen Kräfte, die er hereinnimmt von der Heimwehr, kündigten eine neuerliche, den endgültigen Sturm an. Sein offenes Programm, offen zugegebenes Programm, war der christliche Ständestaat, der nur mehr wenig demokratische Züge beinhaltete in der Zeit, wenn überhaupt. Die Spitzengremien der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung, ich sage oft einfach abgekürzt SP, beschlossen daher am 17. September ihre Bereitschaft mit Dollfuß an der Abwehr des deutschen Faschismus mitzuwirken, nochmals einfach zum Ausdruck zu bringen. Zugleich aber zog die SP auch in klaren Worten jene 4 Linien, deren Überschreitung durch die politisch-gesellschaftlichen Gegner den entschlossenen Widerstand der Arbeiterorganisation hervorrufen würden. Das waren bekanntlich Auflösung der Partei, Auflösung der Gewerkschaften bzw. Einsetzung eines Regierungskommissars, dasselbe für die Wiener Stadtregierung und die Oktroyierung einer faschistischen Verfassung. Das war das Programm also der SP, also Mitte September, sozusagen die Markierung von roten Linien, etwas, also seither wieder also in der Politik also gang und gäbe geworden ist oder gesprochen wurde. Ob das so klug ist, hat man damals also auch nicht gewusst und weiß man heute nicht. Im Oktober und November 1933 wurde die Schlinge weiter zugezogen, während beträchtliche Teile der SP-Führung immer noch auf einen Ausgleich im Verhandlungswege hinarbeiteten. Und selbst Otto Bauer, von der Illusion eines Kompromisses mit dem seinem Wesen nach reaktionär eingeschätzten Ständegedanken erfüllt war. Im Jännerheft des Kampf- und Arbeiterzeitungsberichten schon vorher, von 1934, schrieb er,
Die Arbeiterklasse könne sich, Zitat, mit dem Kleinbürgertum und mit der Bauernschaft über den Aufbau berufsgenossenschaftlicher Organisationen verständigen, wenn diese berufsständische Ordnung freie berufsgenossenschaftliche Selbstverwaltung, also echte Wirtschaftsdemokratie, bedeuten soll, die die politische Demokratie nicht aufhebt, sondern ergänzt und ausbaut. Nebenbei gesagt, also das ganze Thema des Ständegedankens, des Korporatismus in einer gewissen Weise, ist auch unter erforscht. Das ist also bis in die 70er Jahre von katholischer Wissenschaftlerseite sehr intensiv diskutiert worden, ist ein offenes Thema in der Vielschichtigkeit, in der Genese, wird wahrscheinlich also zunehmend in den Vordergrund treten. Ich halte daher auch das alles über den Kamm des Austrofaschismus zu scheren, also für nicht zielführend, also da gehen die Differenzierung und die Erklärungsmöglichkeiten verloren. Also diese Taktik Bauers und der SP versagte jedoch gegenüber dem systematischen behördlichen Terror mit Notverordnungen. Notverordnungen, die schon Ende 1933 die Zahl von 300 überstiegen hatten. Die SP konnte nicht einmal mehr vor ihren Anhängern den Anschein der Ungebrochenheit und Festigkeit aufrechterhalten in den folgenden Monaten. Somit hatte sie ihre vom militärischen Kräfteverhältnis her geringen Chancen eines bewaffneten Widerstands noch mehr verringert, da die Unterstützung der von Arbeitslosigkeit und Wirtschaftskrise demoralisierten Anhänger im Ernstfall ausfallen musste. Das konnte man also bereits Ende 1933 spätestens erkennen. Die Arbeiterschaft war im Jänner 1934 so weit eingeschüchtert und geschwächt, dass Dollfuss, mit ihm die Heimwehr natürlich als besonders treibende Faktoren, den Entscheidungskampf in nicht ferner Zukunft wagen konnten. Unter dem konstanten und zuletzt verschärften Druck des faschistischen Italien, in dessen Schutzherrschaft Dollfuss sich begeben hatte, liefen die politischen Ereignisse im Jänner und Anfang Februar 1934 auf den offenen Bürgerkrieg hinaus, der latente, war ja schon vorher begonnen. Es gab nicht nur die legalen Terrormaßnahmen des staatlichen Gewaltmonopols, Verhaftungen, schikanösen Waffensuchen etc., Gleichschaltung der Arbeiterkammern, Einschaltung von Einsetzung von Sicherheitskommissären, Einschränkung des Streikrechts etc., der gewerkschaftlichen Freiheit und so mehr. Sondern dazu kam seit Ende Jänner der Terror, der zunehmende Terror, verbal, aber auch also durch Taten, durch Vordringen auch in die Institutionen der Republik, seitens der Heimwehr. Heimwehr marschierte in den Landeshauptstädten auf, verlangte offen und ultimativ den Kampf gegen Marxismus, die Reform der Verfassung in einem antiparlamentarischen und kooperativen Sinne, nach italienischem Muster, die Beseitigung der Parteien, forderte, also Parteien, andernfalls würde es zu einer Rebellion zugunsten der Regierung kommen. Also dieses Zusammenspiel der beiden diktatorischen, antidemokratischen Partner, christlich-soziale, Dollfuss vaterländisch werdend und auf der anderen Seite nicht identisch, radikaler, vorstoßend, aber auch nicht in jeder Hinsicht also ein Herz und eine Seele mit Dollfuss. Angesichts der sich im Februar immer mehr häufenden Drohungen und Ankündigungen von führenden Politikern des autoritären Regimes wurde klar, dass also das Regime im autoritäre System, einschließlich Dollfuss, also das damals noch also relativ ordnungsstaatlich geprägte Regime, bereit war, also vorzugehen. Aber wie, ist noch nicht geklärt, wie hängt also in der Luft. Und in der Phase spricht also der Vizekanzler Fey, der auch Sicherheitsminister war schon, am 11. Februar 1934 ist bekannt, also die ominösen Worte in Langenzersdorf, zu seinen Heimatschützern wörtlich: Wir werden morgen an die Arbeit gehen und wir werden ganze Arbeit leisten für unser Vaterland, das nur uns Österreichern allein gehört. Sieht man auch diese Österreicher-Ideologie, die dann bis in Kreisky-Zeit hineinreicht. Das nur uns Österreichern allein gehört, dass wir uns von niemandem nehmen lassen und für das wir kämpfen wie jene Helden, die wir grüßen mit dem Gruße Heil Österreich. Also ein Text, also der eigentlich also sehr vielschichtiger ist, als man das sonst immer annimmt,
weil dahinter also das ganze Unterstützungs-, aber auch Separatprogramm der Heimwehr zum Ausdruck kommt. Es scheint, als habe in den letzten Tagen vor dem 12. Februar gleichsam ein Wettlauf der radikalsten Kräfte im Regierungslager darum stattgefunden, wer der in die Enge getriebenen Arbeiterbewegung und Demokratie den Jäger waren sie alle, Fangschuss geben und damit den Preis innenpolitischen Machtzuwachses erlangen könne. Auch die vor allem in Niederösterreich und in Wien gezielt vorgenommene Aushebung von sozialdemokratischen Waffenverstecken und die Verhaftung nahezu der gesamten Schutzbundführung durch die Polizei entsprachen den kampfvorbereitenden Maßnahmen eines koordinierten Kampfplanes der Exekutive und des Bundesheeres. Wie dort vorgesehen, ging damit schon frühzeitig das Gesetz des Handelns auf die Regierungsseite, insbesondere auf den seit Jänner 1934 auch die Polizei kontrollierten Vizekanzler von der Heimwehr, Emil Fey, über. In der Zeit erfolgt sozusagen der zündende Funke, der den Augenblick definiert. Die Aktionen Feys erfolgten mit Wissen Dollfuß und der übrigen Regierungsmitglieder und waren offensichtlich darauf angelegt, den Ausbruch des Entscheidungskampfes herbeizuführen, ohne dass allerdings nachweisbar wäre, das ist Teil dieser legalistischen Verschleierungstaktik, eine der beiden Kampfparteien habe wirklich den genauen Zeitpunkt und Ort des Losbrechens der Kämpfe im Einzelnen vorausgeplant oder auch nur vorausgesehen. Das muss man auch sagen. Es gibt noch einen zeitlichen Spielraum. Das gilt auch für die unmittelbare Vorgeschichte, die wenigen Stunden vor dem 12. Februar in Linz. In Geheimerlässen ordnete der oberösterreichische Sicherheitsdirektor Hans Hammerstein Ekor schon in der Vorwoche des 12. Februar an, nicht nur Waffen suchen, sondern auch die Anlegung von Listen aller sozialistischen Vertrauensleute, eine Vorbereitungsmaßnahme, die zu ihrer Verhaftung und Internierung also führen sollte. Aufgrund der immer noch engen persönlichen und institutionellen Verflechtung der SP mit dem gegnerischen Lagern, das ist ein typisches Phänomen der Landeshauptstädte, also außerhalb Wiens ist das weniger ein bisschen, also infolge dieser engen Verflechtung der gegnerischen Lager, Oberösterreich war lange Zeit also hier konsensorientiert, wurde dieses Vorhaben, Hammersteine Kors, dem Obmann des Republikanischen Schutzbunds, Richard Bernaschek, am 9. Februar bekannt. Bernaschek ordnete sofort eine verstärkte Bereitschaft des Schutzbundes an und nachdem die Einschaltungsversuche des immer noch amtierenden demokratisch-christlich-sozialen Landeshauptmanns Josef Schlegel erfolglos geblieben war, setzte Bernaschek am Wochenende in Schutzbund-Führerbesprechungen, das ist also 10. 11. Februar, den Beschluss durch, sofort Waffen für die Schutzbündler bereitzustellen und, Zitat aus den Weisungen, bewaffneten, gewaltsamen Widerstand zu leisten, wenn schon am Montag, den 12. 2. Waffensuchen oder Verhaftungen vorgenommen würden. Auch werde in Fortsetzung dieses Widerstandes zum Angriff übergegangen. War die Parole, die Vorstellung, die Bernaschek, also schon wenige Stunden, bevor es tatsächlich so weit ist gewesen. Es war nicht ein augenblicks aus dem Bauch heraus erfolgende Entscheidung, sondern die ist sicherlich auf längere Überlegung basiert. In einem durch persönlichen Kurier gebrachten Brief sollten Otto Bauer, Körner, Gewerkschaftsobmann Johann Schorsch zu einem Mitgehen in dieser Aktion veranlasst werden. Durch Otto Bauer und die Wiener SP-Führung rieten, wie schon bei anderen ähnlichen Anfragen, nochmals dringend ab. Ein diesbezügliches, das sind bekannte Dinge, aber man muss das also im Ablauf sehen, ein diesbezügliches Telefonat erreichte zwar noch spät abends den Bezirksleiter des Schutzbundes Otto Huschka in Linz, wurde natürlich abgehört und dem oberösterreichischen Sicherheitsdirektor bekannt gegeben. Hammersteine Chor, der aufgrund, und das ist, glaube ich, also, zu zeigen, wie offen die Situation immer nicht, Hammersteine Chor kennt natürlich, wie parteitreu zentral orientiert die SP ist, meine ich. Hammerstein, der aufgrund des Inhalts des Telefonats annehmen, Onkel und Tante krank und raten ab, also noch zuzuwarten, also ich weiß jetzt nicht auswendig, wie das da drin steht, klar, aber die Bedeutung, konnte aufgrund des Telefonats annehmen, der Schutzbund in Österreich werde
wie die anderen Landesfraktionen in der Vorwoche diese Schwächung ohne Widerstand hinnehmen. Und er dürfte erst recht, wie Karl Stadler also schon vor ein paar Jahrzehnten ermittelt hat, zu einem noch schärferen Vorgehen entschlossen gewesen sein. Er dirigierte eine für den 12. Februar im Linzer Parkbad vorgesehene Waffensuche ins Zentrum der Schutzbundorganisation, das Hotel Schiff, wiederum vom Schiff. Merkwürdigerweise dürfte aber Bernaschek im allerletzten Augenblick wiederum vom geänderten Aktionsplan der Polizei, die um 7 Uhr früh gegen das Parteiheim vorgehen sollte, informiert worden sein. Da sieht man dieses Ineinanderspiel der Informanten, Informationen, was also die Vorgänge in Linz nicht unbedingt friedlicher, beruhigender macht, sondern auch zu einer Sammlung von Fehlkalkulationen führt. Ich will nicht also die These vom Ersten Weltkrieg also aufrollen, also die also den Ersten Weltkrieg auch also aufgrund eines internationalen also Kommunikationsdefizits auf allen Seiten entstanden ist, aber so ähnlicher Vorgang, glaube ich, ist auch also in Wien am 11. 12. früh Februar abgelaufen. Doch nachts erwartete Bernaschek, wie er später schrieb, erst für Dienstag oder Mittwoch die gewaltsame Entscheidung, weil er natürlich nicht gewusst hat, dass der Hammersteiner Korps also sozusagen die Offensive greift. Da das Hotel Schiff aufgrund seiner ursprünglichen Informationsstandes für die geplanten Aktionen der Polizei noch sicher wähnte, was natürlich ein Wahnsinn ist, genau genommen also die Schutzbundleitung dort im Zentrum zu haben, dürfte er bis zum Morgen auch keine weiteren Befehle mehr zur Verteidigung also dieses Hotelschiffs ausgegeben haben. Man kann sich auch fragen, wurde somit eine wechselseitige Fehleinschätzung der kurzfristigen Absichten der unmittelbaren Gegenspieler zu jenem Zufallsereignis, das notwendig ist, um strukturell aufgebaute Konflikte an einem bestimmten Punkt zur Explosion zu bringen. Die Umstellung des SP-Parteihauses in Linz durch Polizei am frühen Morgen des 12. Februar wurde jedenfalls der erste Akt der nun ausbrechenden Bürgerkriegskämpfe. Es war wohl nicht zufällig, dass der langjährige oberste Schutzbundführer Richard Bernaschek nie eine bedeutsame sozialdemokratische Partei Funktion innehabend, daher auch nicht in dem Konsens, sonst konsensorientierten Landespolitik Gliener Oberösterreichs politisch sozialisiert worden war. Also die Partei repräsentiert einen anderen Typus als die paramilitärische Organisation, logisch. Es war daher wohl eher ein wenig, das meine ich, muss man doch auch aufrechterhalten, auch wenn der Neffe also von Richard Bernaschek, also sich heute auch anders gesprochen hat und vielleicht betroffen fühlt. Es war da wohl ein wenig reflektierter Aktionismus, den ein theoretisch ausgearbeitetes linksradikales oder klar militärisch-strategisches Kalkül, das Bernascheks Handeln in den entscheidenden Tagen des Februar 34 bestimmte. Im Nachhinein kann man natürlich sagen, was er alles übersehen hat, aber die Situation ist so komplex, dass man daraus nicht unbedingt also einen Vorwurf bauen kann. Wer kann das schon, die Folgen immer abschätzen? Allerdings gab es aus historischer Sicht die Motivation der Akteure, sich in die Motivation der Akteure hineinversetzend, tatsächlich eine Anzahl triftiger Gründe, die es gerechtfertigt erscheinen ließen, den gewaltsamen Widerstand selbst in einer kaum mehr aussichtsreichen Lage zu wagen. Zunächst war es die durchaus schon erkennbare Strategie des militanten Antimarxismus und des Faschismus, durch die Heimwehr repräsentiert, die sich durch Kompromisse und Einhaltung demokratischer Regeln bis zur Selbstaufgabe von einer vollen Verwirklichung ihrer Ziele, Zerschlagung der sozialpolitischen, rechtsstaatlich-demokratischen Errungenschaften der Republik, nicht mehr abhalten lassen wollten. Damit meine ich, also mit dieser Kombination, die sozialdemokratischen, rechtsstaatlichen, aber auch politischen, innenpolitischen Machtpositionen zu erhalten, ist dieser Abwehrkampf des Schutzbundes auch einer um die Aufrechterhaltung der Demokratie. Es ist nicht so, dass der Schutzbund nur um seine eigene Macht gekämpft hat und die Demokratie sich nicht interessiert hat, wie jetzt also wiederum
im Standard also vor ein paar Tagen diskutiert wurde. Ich werde es doch jetzt hier schon gleich erwähnen und kann es nicht verschweigen. Es ist ein Mitarbeiter an einem Projekt also von mir, der sonst durchaus also interessiert, interessante, methodisch saubere Mikrogeschichte macht, aber offensichtlich hier angesteckt also von dem Wettlauf um die Medienpräsenz, was die Journalisten also immer wieder auch zu wahnsinnigen Auszuckern veranlasst lässt und die freien Wissenschaftler, die nicht also auf Positionen sitzen, sich natürlich auch im freien Markt also der Bücher, der Verlage bewähren müssen, also verleitet. Ich habe ihm das, meine Bedenken mitgeteilt, völlig d'accord mit Peter Huemer heute im Standard, der dasselbe wiederholt. Mein Hauptvorwurf ist also Bauer, der sonst nur seriöser, guter Autor ist, hat hier ausgesprochen antihistoristisch vorgehend vom Späteren auf das Vorherige zurückgeschlossen. Das, was nach dem Aufstand passiert ist, hat er schon als Motivation in den Ausbruch des Aufstands hineingelegt. Eine Reihe solcher Punkte sind in seiner Stellungnahme da drin. Gut, die Freiheit also der Forschung in Forschungsinstituten also muss gewährt sein, aber glücklich bin ich nicht. Wir werden also eine Streitdiskussion haben, streiten tue ich gerne. Aber ich habe daher also meine Argumente hier eingebaut und wollte nicht also direkt also im Standard also dem entgegnen. Zwar lag der vom Linzer Programm vorgesehene Fall der Gewaltanwendung bei einem Versuch der Bourgeoisie, Zitat, die demokratische Republik zu stürzen, eine monarchistische oder faschistische Diktatur aufzurichten, im Sinne einer restriktiven Interpretation nicht unbedingt vor. Das heißt, Gewalt nur defensiv in diesen 3, 4 Punkten, wozu noch die Obstruktion der Wirtschaft dazugehört, ist nicht mehr direkt passend gewesen. Doch also der Schutzbund war auf diese Defensivgewalt hin ausgerichtet und man konnte sich vorstellen, dass das also die Aktivisten des Schutzbundes, die noch mitgewirkt haben, durchaus geprägt hatte. Ein anderer Motivationsfaktor war, und das soll man auch nicht übersehen, das war die bevorstehende akute Schwächung des formal juristisch schon illegalen Schutzbundes durch die von der Regierung vorgesehenen Waffensuchen und Verhaftungsaktionen, die mit Wahrscheinlichkeit auch in Oberösterreich dazu geführt hätten, dass der Schutzbund binnen kürzester Zeit bei einem tatenlosen Abwarten ebenso seiner Führungsstruktur und Aktionsmöglichkeiten total beraubt worden wäre, wie das schon zum großen Teil in Wien in den Tagen vorher gewesen ist. Und schließlich zählte wohl auch zum Kalkül Bernascheks, dass einerseits also die sozialdemokratische Handlungslähmung, würde ich so sagen, also weiterginge, die schwindende Teilnehmer- und Mitgliederzahl, auch im Schutzpunkt der SP zeichnet sich das ab, haben das angezeigt, die Resignation und Enttäuschung der Gewerkschafts-, Partei- und Schutzbundmitglieder selber auch im Kern, deren Rückzug ins Unspolitische oder der Übergang zu den Kommunisten, beginnende Übergang zu den Kommunisten. Vor allem aber auch, und das ist auch zu bemerken, die immer stärkeren werden Sympathien, gerade in den nicht großstädtischen, nicht Wiener, nicht also großindustriellen Zentren, sogar eher in den ländlich gemischten Regionen, der Übergang der Sozialdemokraten, auch der Schutzbündler zu den Nationalsozialisten. Durch die Enttäuschung und Sozialisten sind wir ja alle, daher können wir das Nationale schlucken. Unbeschadet des persönlichen Opfermutes und der organisatorischen Fernwirkungen der Verzweiflungstat Bernascheks muss sich seine Entscheidung, den bewaffneten Widerstand auszulösen, der keineswegs rundweg zur verneinenden Frage stellen, also ich meine, die Frage ist berechtigt, musste nicht auch für einen Funktionär der zweiten Ebene, Bernaschek, die Aussichtslosigkeit seines Handelns, was etwa auf Körner zutraf, von vornherein erkennbar sein. Hätte Richard Bernaschek und seine engsten Genossen nicht den Aufstandsversuch unterlassen sollen, wie wäre das weitergegangen?
ist eine große Frage, kontrafaktisch kann man alles Mögliche spekulieren. Jedenfalls ist eine wichtige Frage. Also die Sozialdemokratie wäre nach 45 sich nicht in derselben Situation gestanden. Also ich eine Frage, die man offen lassen muss, und das ist angesichts der Toten und der Verzweiflung und der Verfolgung ist das problematisch und noch dazu die Verschärfung, wenn man Niederlage erleidet. Und der Sieg war also doch eher unwahrscheinlich. Eine nüchterne Abwägung der quantitativen und qualitativen Stärkeverhältnisse in ganz Österreich macht klar erkennbar. Auf der einen Seite gab es etwa 30.000 bis 40.000 Schutzbündler und rund 3.000 kampfbereite Kommunisten, wenn überhaupt, die sich oft freiwillig meldeten oder solches versuchten. Manchmal auch zurückgeschickt wurden, wie etwa in Linz, mit Bemerkungen wie, schutzbundseitig, das ist unser Kampf, nicht eurer. Oder macht uns keinen Wirbel und geht's wieder heim, am Bulgariplatz etwa. Die Nationalsozialisten hatten Weisung von oben, sich herauszuhalten und hielten sich weitestgehend dran, nicht ganz, aber weitestgehend, und hätten wahrscheinlich nur, und das war auch also geplant, auf Seiten der Regierung eingegriffen, wenn der Schutzpunkt siegreich gewesen wäre. Auf der anderen Kampfseite standen etwa 25.000 Mann Bundesheer und 14.000 Mann Exekutive, was natürlich ganz andere Organisation und Bewaffnung bedeutet. Ganz abgesehen von den teilweise zu staatlichen Hilfsfunktionen herangezogenen, grob geschätzten 50.000 bis 60.000 Mitgliedern, die Zahlen also sind ein bisschen auch geschönt, Mitgliedern vaterländischer, wie es damals schon heißt, Wehrverbände, Heimwehr, Ostmärkische Sturmscharen etc. Auch machte das Fehlen eines klaren politischen Ziels der kommenden Kämpfe einen Erfolg unwahrscheinlich. Ging es um die Wiederherstellung der Demokratie oder um die revolutionäre Diktatur des Proletariats? Oder einen nun schärfsten zugespitzten Klassenkampf? Oder nur um die Erhaltung des Status quo von 1933? Das sind alles Fragen, die in der Literatur diskutiert werden. Die Motive sind immer nur sehr schwer durch Mikrogeschichte zu belegen. Ich glaube, damit haben sich sehr wenige Studien bisher beschäftigt, die Motivationsstruktur durch jetzt schriftliche Dokumente zu finden. In der Erinnerung wurde natürlich dann bei Oral History vieles geschönt und im Sinne der jeweils dominierenden Frageninteressen schön geredet. Oder konnte, sogar das wurde vorgebracht, eine bloße Rettung von Ehre und Ansehen der Partei die zu erwartenden Opfer aufwiegen? Also ich finde diese Argumentation eher post festum. Also ich glaube nicht, dass Bernaschek in der Zeit, dass es denen um die Ehre gegangen ist. Es ist um Sieg gegangen und die haben also die Feldkoalition falsch eingesetzt, aber es ist schon gegangen darum zu kämpfen und siegreich zu bleiben, in aussichtsloser Situation eine kleine Chance zu nützen, erfolgreich zu sein. Gerade jetzt wieder sind Spekulationen und Insinuierungen aufgetaucht, die wissen wollen, es sei den Schutzbündlers von vornherein nicht um die Demokratie, ich habe da schon eine Bemerkung gemacht dazu, oder wenigstens um die Erhaltung eines Minimums an Freiheits- und politischen Rechten gegangen, sondern um die Errichtung eines halb oder ganzen Kommunismus. Dabei wird, gelinde gesagt, die historische Grundregel nicht vom Späteren auf das Frühere zu schließen, außer Acht gelassen. Gerade auch in Zeiten, in denen heute Menschenrechtsverstöße und Unterdrückungen von Opposition und diktatorische Maßnahmen mit völkerrechtlich UN-legitimierten militärischen Interventionen selbstverständlich sind, sollte das viel zitierte Urteil eines altkonservativen und ehemaligen kaiserlichen Ministers wie Alexander Spitzmüller beachtet werden. Das auch schon zitiert heute. Die Schutzbündler seien selbst nach der Staatslehre des heiligen Thomas von Aquin zum Widerstand gegen eine offenbar unrechtmäßige Regierung berechtigt gewesen. Spitzmüller argumentiert hier in einer Zeit, in der in der allgemeinen wissenschaftlichen, aber auch politischen Meinung der 50er und 60er Jahre die Rechtsbrecher die Sozialdemokraten gewesen sind. Und daher also ist also dieses Argument umso beachtlicher, es wird lange Zeit vergessen und kommt erst dann in dem Klimawandel, also auf die 60er Jahre hin, späten 60er und frühen 70er Jahre hin, auch als Unterstützung, es wird auch nicht sehr oft verwendet, also zum Tragen.
10 vor 8, wie lange, wann haben gefangen, dass ich meine, um 14, also das heißt, ich habe 35 Minuten geredet, nur, gibt es nicht. Okay, Kampfhandlungen in Wien wäre der nächste Abschnitt, das ist auf vielleicht Ihre Interessen hinzugeschnitten. Ich hätte das natürlich in Wien weniger auf Linz hinzugeschnitten, aber diese Linzer Vorgänge sind natürlich so bedeutungsvoll, dass man, glaube ich, sie auch in anderen Konnexen also verstehen kann. Am frühen Morgen des 12. Februar erteilte die Linzer Polizeidirektion einer aus etwa 20 Kriminal- und Sicherheitsbeamten bestehende Abteilung den Befehl, im Hotel Schiff eine größere Waffensuche vorzunehmen. Siehe Hammerstein-Ekord. Noch bevor die Polizeiabteilung zum Einsatzort abging, verständigte die Polizei, die offensichtlich mit der Möglichkeit doch von Weiterungen, wie es damals heißt, rechnete, auch das Bundesheerkommando und die Landesgendarmerie-Kommandos, um eben Unterstützung und Einsatz auch vorzubereiten. Aber sozusagen hier ist auch noch nichts, also das Handeln ist nicht so ein fixer Plan, sondern immer gibt es dieses Tasten und das Spielen, aus dem heraus dann die Ereignisse sich ergeben. Bedeutende Militär- und Polizeikräfte waren also alarmiert oder in Bereitschaft gestellt, während der Schutzbund schon seit einigen Tagen, wie gesagt, einen erhöhten Bereitschaftsdienst hielt und die Ausgabe von Waffen vorbereitet hatte, noch nicht ausgegeben hat. Als gegen 7 Uhr die Polizeiabteilung in einen Kraftwagen beim Hotel Schiff vorfuhr, erteilte Bernaschek den etwa 50 anwesenden Schutzbündler den Befehl, zu den Waffen zu gehen, lief in sein Arbeitszimmer im ersten Stock und sperrte sich darin ein. Während der wenigen Minuten, 10 Minuten vielleicht, die Polizei benötigte, die starke Tür aufzubrechen, ersuchte Bernaschek Landeshauptmann Schlegel, der ich schon erwähnt habe, telefonisch um Vermittlung dieser Situation noch. Er ließ aber auch über die Arbeiterkammer die Meldung vom Beginn der Kampfhandlungen an die Wiener SP-Parteileitung durchgeben und gab vom Telefon aus selbst das vereinbarte Kampfsignal an den ganzen obersten Schutzbund aus. Als die Polizei endlich in seine Kanzlei eindringen konnte, ließ er sich, ohne Gegenwehr zu leisten, mit Pistole in der Hand, verhaften. Schwer zu beurteilen, was das bedeutet, wenn man das Verhalten analysiert. Verhalten zeigt etwas über auch Mentalität. Ich kann es nicht eindeutig erklären. Jedenfalls, er will nicht als Held sterben offensichtlich, also das, wie das sozusagen in der Erinnerung oft eine Rolle spielt, oder Jahrhunderte zurück, aber auch nur 80 Jahre. Jedenfalls, mit dem Ausfall Bernascheks und der etwa gleichzeitig erfolgenden Festnahme einiger anderer Schutzbundfunktionäre hatte der Linzer Schutzbund schon um 7:30 Uhr praktisch die ganze Führung verloren, bevor die Kämpfe überhaupt angefangen hatten. Die übrigen Schutzbundangehörigen im Hotel Schiff widersetzten sich der Hausdurchsuchung und empfingen die weiter vordringenden Polizeibeamten mit Gewehrfeuer und Maschinengewehrsalven. Dann die zur Assistenz herangezogene Bundesheerkompanie entschied schließlich durch Scharfschützen den ungleichen Kampf. Dennoch kapitulierten die Schutzbündler im Hotel Schiff erst gegen Mittag. Wenn man bedenkt, also dort die gewesen sind, also die können sich in den heutigen Raum doch noch relativ lange halten, ist das, also ich bin als Pazifist nicht daran interessiert, militärische Tugenden zu schätzen, aber das ist also beachtlich, wie lange das noch, die noch imstande waren dort, nicht aufzugeben, gibt auch Tote natürlich. Im Übrigen konzentrierten sich die Kampfhandlungen ausschließlich in der weiteren Zeit in Wien, in Linz zunächst oder immer fast ausschließlich um Gebäude der sozialdemokratischen Stadtverwaltung und der Partei, was also ein Charakteristikum ist der oberösterreichischen Situation. Zwar dürften im Laufe des 12. Februar in Linz gegen 2000 Mann des Schutzbundes auf ihren Alarmplätzen, was etwa der Gesamtstärke der örtlichen SP-paramilitärische Information im Schutzbundes entsprach, versammelt gewesen sein. Doch dürfte überhaupt nur ein Teil der insgesamt vorhandenen 700 Karabiner und 30 Maschinengewehre zur Ausgabe kommen sein, da nicht alle örtlichen Kommandanten, meist die einzigen, die den genauen Ort der Waffenverstecke kannten, an den Sammelplätzen erschienen und ein Teil der kleineren Waffenlager in der erforderlichen Eile nicht aufgefunden werden konnte. Selbe Bild auch in Wien. Viele kampfbereite Schutzbündler, darunter auch Kommunisten, gingen bald wieder
ohne in die Kämpfe eingreifen zu können, nach Hause, zu ausgedehnten, muss man auch sagen, Streikaktionen und zu einer nennenswerten Beteiligung der Zivilbevölkerung kam es hingegen weder in Linz noch sonst wo. Fast nirgendwo. Daher verfügte die staatliche Seite bald über die doppelte Stärke an Polizei- und Bundesheerkräften, die durch Zugang aus den Garnisonen Enns und Wien noch, also im Laufe desselben Tages, verstärkt wurden. Die in das Schutzkorps eingereihten Mühlviertler Heimwehrleute übernahmen Sicherungsdienste, kamen jedoch nur vereinzelt zum direkten Einsatz, durchaus dann auch als Rachehandlungen also motiviert. Da auch die verkehrs- und telefonischen Kommunikationsmittel funktionierten, in Linz immer, kam die größere Mobilität der Militär- und Exekutivkräfte voll zum Tragen. Und ich kann da verweisen auf den Ablauf dieser Kämpfe in der Website also der SPÖ, die also von der Kollegin, die heute auch dort geredet hat, gebaut wurde und die, glaube ich, also sehr plastisch also die räumliche Verteilung im Zeitablauf zeigt, wie das sozusagen herumspringt in bestimmten Regionen. Also dann sieht man auch die Disterwegschule, städtische Wirtschaftshof, auch mit Artillerie niedergekämpft, Urfa, nördliche Brückenkopf, also der Eisenbahnbrücke und Gasthaus Jägermeier. Bulgariplatz ist eine andere Frage, das ist immer noch nicht geklärt, wie die Offiziere, die dort aus einem Taxi hereinfahren wollten, gestellt wurden und ermordet worden sind, getötet worden sind. Die Frage ist, ist es Mord gewesen, ist es eine Kampfhandlung gewesen? Wenn ich mich richtig erinnere, hat also Harry Slapnitzka in seinem sehr verlässlichen Buch über Oberösterreich, geht doch noch aus, dass es dort mit Lynchung also gegangen ist, dass also der Offizier tatsächlich also nicht nur durch Schüsse, sondern durch auch andere Gewaltanwendungen umgebracht wird. Das hat jedenfalls also das Standgericht also dem Bulgari also vorgeworfen und ihn dann noch also mit einer direkten und auch also justizterroristischen Handlung noch zum Tode verurteilt und hingerichtet noch gegen Ende dieser Zeit. Am Morgen zum 13. Februar flauten die Kämpfe in Linz dann flächendeckend ab und ab Nachmittag war es ruhig. Kämpfe in Wien. Jetzt kann man vielleicht also auf die andere Karte gehen. Das zeigt inzwischen den... Ich werde das nicht hier erläutern. Weiter, Sie sehen es ohnehin nicht. Sie müssen es glauben, was drauf ist. Die, also aus einem historischen Atlas, also Putzka-Atlas wie früher. Nein, der Putzka ist es nicht, also der heißt anders. Wie heißt das? Wie? Putzka, okay, dann wird es schon stimmen, genau. Zeigt also die Entwicklung der politischen Gewalt in der Ersten Republik. Ich erläutere die Vorgänge nicht und die Grenzlandkämpfe, sondern es geht nur darum, dass also mit diesen dunkelroten Flamme und der hellroten Flamme die Haupt- und die Nebenkampfgebiete der Sozialdemokratie eingezeichnet sind, die sich also auch ganz klar konzentrieren. Linz, Steyr ist noch Hauptkampfgebiet, alles andere kann man mehr oder weniger vergessen. Selbst also Hausruck ist nur blassrot, warum weiß ich jetzt nicht. Die Mürztal, Furche, Bruck, Kapfenberg ist also relativ klar und die Wiener Verteilung zeigt also, dass die Kämpfe im Gegensatz zu Linz, wo sie in Linz im Zentrum meistens gewesen sind und die offiziellen Positionen haben, in Wien sich sozusagen in die Peripherie zurückziehen. In die großen Arbeiterviertel, Arbeiterblöcke, was natürlich auch nicht ganz unklug gewesen ist, die Kommunikationslinien, die Verbindungsbahn zu kontrollieren, aber das hat dann im Einzelnen nicht funktioniert. Also in Wien findet ein anderer Typus von Kampfgeschehen statt als in Linz und etwa auch also in Graz, in größeren Städten. Niederösterreich, Wiener Neustadt ist ziemlich ruhig geblieben. In Wien wurde sowohl die sozialdemokratische Führung als auch die Regierung vom Ausbruch der Kämpfe in Wien letzten Endes doch überrascht. Ein sechsköpfiges Exekutivkomitee der Partei mit Otto Bauer, Julius Deutsch und Robert Danneberg und anderen
fällte schließlich den Generalstreiksbeschluss und ordnete die Mobilisierung des Schutzbundes an. Also die haben eine Zeit lang gebraucht, bis sie das in Gang gesetzt haben. Doch selbst in diesem kleinen Gremium herrschte nicht vollständige Einigkeit über diese Maßnahmen. Berthold König, der Sekretär der Eisenbahnergewerkschaft, sprach sich gegen den Streik auch. Er fürchtete, zu Recht, die von den Niederlagen der letzten Jahre und der Arbeitslosigkeit geschwächten Eisenbahner würden den Aufruf nicht geschlossen folgen. Eben in der Zeit war das schon ziemlich verfahren, die Situation. Schon früher hatte der ehemalige Schutzbundberater Theo Körner gegen eine Erhebung gesprochen, er hielt die Niederlage unter den gegebenen Umständen für unausweichlich. Die Alternativen sind wieder offen, was hätte man sonst noch tun können, durchzuspielen, was wäre passiert ohne den Aufstand. Das Regime hätte sich nicht so schnell verradikalisiert und die Toten wären nicht direkt so in dieser Form zustande gekommen, aber ja. Die Bewilligung, mit Bewilligung der SP-Parteiführung, die immer noch hoffte, am Vormittag des 12. im Zusammenwirken mit der Regierung eine Ausbreitung der Kämpfe verhindern zu können, begaben sich die Führer der gemäßigten niederösterreichischen SP, Helmer und Schneidmadl, schließlich auch Renner, zu dem in Wien amtierenden Christis- und Landeshauptmann von Niederösterreich, Josef Reiter, um durch ein Koalitionsangebot einen offenen Ausbruch der anlaufenden Kampfvorbereitungen noch im letzten Augenblick zu verhindern. Koalitionsangebote spielen auch in der Vermeidung, also diese Bürgerkriegs, auch Leser argumentiert immer wieder 1931 etwa, eine Rolle, aber in der Zeit ist auch Koalitionsangebot unrealistisch. Jedenfalls also versucht man den Ausbruch des offenen Kampfes also auf der Seite immer noch zu bremsen. In Linz ist es schon angegangen und in anderen Ländern und Regionen beginnt es schon ein bisschen zu kriseln. Auch Robert Danneberg, Finanzstadtrat von Wien, versuchte über den Finanzminister von Dollfuss, Buresch, mit den Christlichsozialen ins Gespräch zu kommen. Und Körner selbst bemühte sich, den Bundespräsidenten zu einem schlichtenden Eingreifen zu bewegen. All diese Versuche endeten erfolglos, meist mit der Verhaftung der SP-Funktionäre, nachdem die Regierung mittags ein Verbot der SP erlassen hatte. Also das ist auch eine merkwürdige, ja, fast Don Quixoteske Situation, also dorthin zu gehen in die Höhle des Löwen und dann werden sie alle gefangen. Also sieht natürlich auch die Paktunfähigkeit, also die Dollfuss also im politischen Spiel da hier wieder einmal gezeigt hat. Unterdessen wurden eine Schutzbundbefehle zur Alarmierung und Bewaffnung gegeben und erst am Nachmittag der Befehl bewaffneter Widerstand gegen Exekutive erteilt. Das ist deswegen wichtig, weil es da wiederum einen Mythos gibt und einen bösartigen. In einem Teil der Wiener Schutzbundbezirke funktionierte die Mobilisierung des Schutzbundes recht gut, in einem anderen herrschte völlige Konfusion, Linzer Situation. Parole zum Generalstreik wurde durchgegeben wie üblich, also dadurch, dass die Arbeiter des städtischen E-Werks um 11.46 Uhr in ganz Wien den Strom abschalteten und damit das Signal zur allgemeinen Arbeitsniederlegung gaben, wie das also auch etwa beim 15. Juli 27 gewesen ist. Tatsächlich war das E-Werk Simmering einer der Schlüsselstellen des Aufstandes. Der Ausfall des elektrischen Stroms sollte ja das seit langem vereinbarte Zeichen und Unterstützungsinstrument für den Generalstreik sein. Allerdings wurden dadurch fast alle Planungen des Schutzbunds selbst betroffen. Die E-Werksarbeiter erwiesen sich doch immerhin als einer der am hartnäckigsten gegen Dollfuss kämpfenden Arbeiter, sodass Dollfuss am 13. Februar, wie in einem Magazin zu lesen war, der Polizei empfohlen hat, laut Dokumenten, Zitat, die E-Werke in Simmering nicht zu stürmen, sondern überfallsartig zu vergasen. Es ist durch die Presse gegangen, also der profilierungssüchtige Redakteur hat also meiner Meinung nach also aus der Möglichkeit also ein Faktum insinuiert, was also nicht stimmen kann. Denn tatsächlich hatte es nach dem 15. Juli 27 die Bildung einer Alarmabteilung bei der Wiener Polizei gegeben, die
vom Anfang an, vorher schon höchstwahrscheinlich, also bin dabei noch also das zu belegen, Tränengas besessen hat, ebenso Gewehr und gepanzerte Fahrzeuge. Eindeutig. Und dieser, ich meine, es gibt andere Argumente, wo wiederum aus dem Rückwärtigen der Nazi-Holocaust-Vergasungsaktion wiederum auf diese Geschichte zurückgegriffen wird, aber daher der Verbindung zum Ersten Weltkrieg. Aber es ist also meiner Meinung nach durchaus verständlich, dass Fey, der Sicherheitsminister, sagen lässt, die Polizei hat kein Tränengas. Wahrscheinlich, das ist eine Vermutung, reine Vermutung, auch der Einschätzung also des inneren Vorganges innerhalb des autoritären Regimes. Fey ist immer wieder, auch alle diese Heimwehrführer, Dollfuss ist ja nicht der einzige Diktator, da gibt es rivalisierende Gruppen, auch wenn seine Mächte formal extrem fokussiert sind, stärker als Hitlers Machtbefugnisse. Dollfuss ist so wie auch Salazar in Portugal ein eigentlich starker Diktator von den Funktionen her, die Konzentration der Machtbefugnisse. Wie das funktioniert, kann man bis heute nicht ganz erklären und da nützt Austrofaschismus gar nichts also zur Erklärung. Aber Fey widersetzt sich dieser Geschichte, weil natürlich doch der Einsatz von Tränengas nicht besonders populär ist, auch wenn es die Polizisten schützt, die dort also nicht ins Feuer laufen. Aber diese Sache ist offen, aber es kann nicht also wie Profil das geschrieben hat, also sozusagen also da erklärt werden, dass da unbekannterweise und unter Verstoß aller Saint-Germain-Bestimmungen also in der Polizei, nicht im Bundesheer, Tränengas deponiert worden wäre. Tränengas war damals also vorhanden und üblich und es kann nachweisen, dass nach dem Justizpalastbrand diese besseren Mittel, wie es heißt, eingesetzt werden. Hinsichtlich der Bewaffnung konnten die Februarkämpfer lediglich auf veraltete, wie in Linz, Gewehre, MGs sowie sogenannte Schmiervasen, selbstgebastelte Granaten zurückgreifen, während die Seite der Polizei Assistenzleistungen des Bundesheers heranzog und auch mit schweren Artilleriegeschützen auffuhr. Für den Straßenkampf in Wien standen der Staatsmacht einige Panzerwagen und Panzerzüge, Lokomotiven, zur Verfügung. Die militärische Unterlegenheit des Schutzbundes wirkte sich in der Verbindung mit der herrschenden politischen Desorientierung extrem negativ aus. Insbesondere verhängnisvoll war jedoch folgender von Norbert Leser zu Recht betonte Umstand: Die Schutzbündler, zitiere, kämpften gegen die Unterdrückung ohne ein konkretes politisches Ziel. Man war sich nicht im Klaren über Form und Inhalt der Demokratie, für die man stritt. Eben. Für Demokratie in möglichen Varianten war man, nicht für den Kommunismus, nicht für eine Diktatur. Das ist nachher erst nach der Reaktion auf die Niederlage erst sind diese Gedanken gewachsen. Aber in der Zeit ist der Schutzbund durchaus ein Verteidiger der Demokratie. Das ist insofern wichtig, nicht? Diese Feststellung, als vor wenigen Tagen behauptet wurde, der Schutzbund sei mit schweren Waffen ausgerückt gewesen. Und auch die aufständische Seite sei deshalb schuld, mit Schuld, Begriff verantwortlich bestenfalls, schuld, dass eine beachtliche Anzahl von Unbeteiligten, auch Frauen und Kindern, getötet und verletzt wurden. Diese Opferquote bei den Unbeteiligten ist tatsächlich also ein Problem, kommt bei all diesen Kampfhandlungen im Krieg immer wieder viel weiter vor, als man das zugibt. Hat es auch gegeben, aber dass man sagt, also dass die Unbeteiligten, einer, also durchaus auch politisch ganz fern, der SP fernstehende gewesen sind, oder dass sie überhaupt keinen Konnex hatten mit den Kampfhandlungen, das ist eine Vermutung, die erst belegt werden muss. Ich gehe davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit sagt, dass also in den Wohnblocks Arbeiter natürlich die Frauen, die Brüder, die Söhne oder die Väter der Kämpfenden durchaus derselben Meinung waren. Die waren auf der Seite der Schutzbundkämpfer. Und die sind auch getroffen worden, und zwar viel stärker also von der Artillerie und also von den MGs, also der Einsatzkräfte des Staates, als also von einzelnen quer durch die Gegend ballernden
Schutzbündlern und Kommunisten, wie also die Polizei dann immer sagt. Das sind Polizeiberichte, sind immer gelogen. Man darf also da überhaupt nichts glauben, was drinnen steht. Sondern also das muss man also dann durch Querchecken also evaluieren. Eben mein Kollege Kurt Bauer verrennt sich hier gigantisch weit. Die Regierung Dollfuß, die am Vormittag in einer Ministerratssitzung alle Vorkehrungen zu einem militärischen juristischen Vorgehen getroffen hatte, reagierte unmittelbar nach der Stromabschaltung mit der Ausrufung des Standrechts. Also das heißt also mittags 12. Obwohl ebenfalls überrascht, war vor allem vom Zeitpunkt des Kampfausbruches, reagierte sie sehr viel rascher und zielstrebiger als die Sozialdemokratie. Bereits vor 11 Uhr war die gesamte Wiener Polizei in Alarmbereitschaft. Um 12.15 Uhr stand sie unter Gewehrbewaffnung, wenn man das vorstellt, wie schnell, desgleichen die über kampfbereite Artilleriegeschütze verfügende Wiener Garnison. Entsprechend einem seit längerem existierenden Kampfplan wurde als erste Maßnahme die innere Stadt abgeriegelt. Das sind so alte Wiener Strategien, die aus dem Ersten Weltkrieg schon entwickelt worden sind, um die Rote Revolution abzuwehren, die dann also 1919 bei den diversen Unruhen wieder aktualisiert worden sind. Innere Stadt abzuriegeln, um so einen möglichen Angriff der Schutzbunds zu verhindern. Sind aber nicht in die Stadt gegangen, sind am Land geblieben. Es ist nicht ein sozusagen zielstrebige Machtübernahme intendiert, wie die Nazis also zumindest also, knapp ein halbes Jahr später geplant haben. Erst als klar wurde, dass von Schutzbundseite keine ans Zentrum gehenden Angriffe geplant waren, schickte die exekutive Einheiten in die Außenbezirke, umstellte die sozialdemokratischen Parteilokale und städtischen Gebäude, in denen Waffenverstecke vermutet wurden. Die in Wien im Laufe des 12. Februar ausbrechenden Kämpfe spiegelten sich im Wesentlichen, wie gesagt, außerhalb des Gürtels und in den großen Arbeiterbezirken und Arbeiteranlagen. Otterkring, Meidling, Simmering, Döbling, Floridsdorf. Anders als in Linz, wo die Schutzbündler in erster Linie, wie schon gesagt, öffentliche Gebäude besetzt hielten, auch im Zentrum, waren in Wien die großen Gemeindewohnbauten Hauptschauplatz der Kämpfe. Nur im Simmering und Floridsdorf kam es zeitweise zu länger dauernden, großflächigen Aktionen der Schutzbündler. Am heftigsten umkämpft, Reumannhof, Arbeiterheim Otterkring, Marxhof, Döbling, Goethehof in Kaisermühlen. Am 16. Februar waren, nachdem bereits am 14. Februar, zwei Tage nachher, die Entscheidung in Wien de facto gefallen war, die letzten Kampfhandlungen zu Ende. Bezeichnenderweise waren, wie von vielen Augenzeugen berichtet wird, die Straßen Wiens in der Zeit nahezu menschenleer und geradezu totenstill. Der Schutzbund kämpfte im Allgemeinen nach einem Bericht ohne breite Unterstützung durch die Arbeiterbevölkerung. Zitat: Zu einem offensiven Auftreten größerer Massen bewaffneter Revolutionäre auf Plätzen oder im offenen Gelände kam es nicht. Es handelte sich zumeist um Vorstöße von Schutzbündlern in der Stärke von Abteilungen von 50 bis 300 Männern. Geht sich aus dem Einsatzbericht der Polizei hervor. Das zeigt also natürlich die Abläufe dieses Aufstandes, die ja eine der großen Frauen, also der Postgründerzeit in Wien, Frau von Mahler und dann vom Kokoschka, liebe so, wer war das schnell wieder? Wer ist das? Alma Mahler, die in Grinzing wohnt, schreibt also jetzt, wie man sagt, sie hat überhaupt nichts gemerkt, dort geht der Tag normal weiter. Das heißt, dass auch die Kinder können auf der Straße sein. Das heißt, das ist kein Bürgerkrieg, wie man sich es in Syrien heute vorstellt, oder weil es also zeitweise im spanischen Bürgerkrieg eintritt. Dieses Phänomen muss man bedenken, und das prägt die Erinnerung. Die Erinnerung der allgemeinen Bevölkerung, meiner Meinung nach, ist, solange sie durch direkte Kommunikation von Überlebenden weitergegeben wurde, geringer von Angst und Schrecken erfüllt gewesen als die
des Justizpalastbrandes. Der Justizpalastbrand mit seinem riesigen Feuer und Rauchwolke hat symbolisch, also Canetti beschreibt ja das sicher auch sehr gut, mehr Wirkung gehabt auf die kollektive Erinnerung als diese Februarkämpfe. Ich glaube, dass ich jedenfalls selber habe, wie ich angefangen habe, mit dem Thema Gewalt mich zu beschäftigen, das auch gemerkt, also bei diversen Gesprächen. Die Stunde ist voll. Ich ende ruckzuck, wenn es geht, frei, geht es länger als gelesen. Aber jedenfalls also Bauer und Deutsch flüchten. Die Schutzbündler sind völlig allein gelassen. Sollten, hätte Bauer und Deutsch hierbleiben sollen, wären sie sicher vom Standrecht also hingerichtet worden, möglicherweise. Jedenfalls also der Schutzbundaufstand zerfällt. Die soziale Zusammensetzung der Kämpfer habe ich also nur hier als zum Notfall vorbereitet. Im übrigen Bundesgebiet habe ich schon angedeutet, also folgt auch nicht viel. Oberösterreich außerhalb Linz, Steyr, Steyrermühl, Adnang-Buchheim ist eine Kampfzone. Hausruckgebiet mit Holzleiten, ein tragischer Fall, also den Hummer schon angesprochen hat, und der in Oberösterreich gigantische Wirkungen hat. Wir wissen inzwischen, dass die Fotos gestellt sind, aber trotzdem, der Vorgang ist ungeheuerlich. Ein klarer Ausdruck also von exzessiver Gewalt, wie er also nach diesen Kampfhandlungen vorkommt. Also die vier werden auf die Bühne gestellt, die acht, sechs werden auf die Bühne gestellt, niedergeschossen, zwei überleben verletzt und können dann also rauskommen. Ein klarer, exzessiver Gewaltakt, wie sie eben bei Bürgerkriegen vorkommen, aber in der Brutalität, muss man sagen, also ist das schon selten, noch dazu dokumentiert. Oft wird das also wahrscheinlich auch noch geschehen sein und nicht dokumentiert. Graz aber auch schon erwähnt, also diese Kampfgebiete brauche ich jetzt nicht mehr wiederholen. Resümee. Zunächst die Toten. Die genaue Opferzahl ist bis heute noch nicht hundertprozentig geklärt. Die Polizei hat angegeben, es seien 118 und nach Korrektur 124 Tote und knapp 500 Verletzte auf Seiten der Regierungsseite zu beklagen gewesen. Und auf Seite der Schutzbündler und der Zivilbevölkerung, also was immer wieder kombiniert wird, 196 Tote und 319 Verletzte. Das sind die offiziellen Zahlen. Die offiziellen Zahlen bezüglich der Toten auf der Seite der Exekutive stimmen ziemlich. Die geben nicht an, also wir haben also die doppelte Zahl von Opfern zu beklagen, um sozusagen Legitimität zu konstruieren. Bezüglich der Gegner tendieren solche offizielle Berichte zu einer Downgrading, sagt man halt Deutsch, um also die Grausamkeit herunterzuspielen, während umgekehrt also von Seiten also der Aufständischen, der Sympathisanten im Ausland die Tendenz besteht, diese Opferzahlen also auf Seiten der Aufständischen bis ins Groteske zu überzeichnen. Also der sonst interessante englische Journalist Geddy berichtet also von 1500 bis 2000 Toten. Der neigt überhaupt also auch im 38 zu unglaublichen Überschätzungen der Zahlen. Und das Schlimme ist, das interessante Buch ist also neu aufgelegt worden vor 2-3 Jahrzehnten. Und dann sagt mir ein interessanter Funktionär der Sozialpartnerschaft, ja, kennst du schon also das neue Buch von dem Engländer und so weiter, da sind jetzt so und so viele Tote drin. Die Literatur, also die sozusagen unter historischer, vor sorgfältiger Prüfung zu beachtende Genese dieser Publikation, auch wenn es heute erscheinen, das Buch ist also, was weiß ich, also 45 also publiziert worden, 46 Deutsch, übersieht, dass die Zahlen längst widerlegt sind. Und es gibt, also die Nazis reden auch von 1600 Toten, Schutzbündlern, um natürlich ihre eigene Legitimität also zu beziehen. Ich habe gestützt auf den Arbeiterhistoriker Ernst K. Herrlitzka,
Karl Stadler ist dem auch gefolgt, schon vor, was war, 30 Jahren. Herdisker folgend, also die Zahl als wahrscheinlich angenommen, plus minus 10, von 260 Ziviltoten. Ziviltoten. Immer gerechnet Schutzbund und Ziviltote, weil ja die gefallenen Schutzbündler möglicherweise noch umgezogen worden sind, die Verletzten sowieso, denn an Verletzten ins Krankenhaus schicken und sagen, ich bin da, hab da auf der Seite gekämpft, der Schutzbündler ist gefährlich, dann kriegt wirklich Familie, wird er rausgeschmissen, kriegt er nichts bezahlt. Also die Opferverbergung und Umwandlung der Kämpfer in Unbeteiligte ist ein natürlicher Vorgang. Welche Ausmaße das angenommen hat, kann man bisher überhaupt nicht sagen, aber man muss das durch Einzelfallstudien klären. Könnte man, ist nicht geschehen, nur sozusagen sagen, also die sind halb-halb und die sind, diese Unbeteiligten sind also zu einem großen Teil durch die eigenen Schutzbündler umgebracht, also getötet worden oder verletzt worden, das ist schief. Die Frage ist, was war der 12. Februar 1934? Ein Arbeiteraufstand war er offensichtlich nicht, siehe die Leerheit der Straßen und die Nichtunterstützung des Schutzbundes. War er dann ein Defensivputsch, wie manche konservative, aber durchaus noch nicht ganz konservative Beobachter gelegentlich gemeint haben? Defensivputsch würde voraussetzen, dass es sozusagen eine ganz klare Leitung, Planung gegeben hat. War auch nicht der Fall. Es war eher ein nur widerstrebend hineingezogen werden der Gesamtleitung des Schutzbunds in diese Kampfhandlung. Die Bezeichnung Schutzbundaufstand ist ebenfalls nur eine Notlösung, selbst wenn man im Auge behält, dass es sich um einen fehlgeschlagenen Aufstandsversuch von Teilen des Republikanischen Schutzbundes gehandelt hat. Erst recht nicht war es ein Aufstand der Sozialdemokraten. Was war es dann? Wir stehen hier vor einer Mischsituation, vor einem komplexen Phänomen. Es war jedenfalls nicht um ein, es war eine bürgerkriegsartige Handlung, eine bürgerkriegsartige Kampfsituation, kein voll entwickelter Bürgerkrieg, das würde also mit den bestehenden Definitionen wohl zusammen passen, aber mit der Größenordnung, die man bei Bürgerkriegen in Europa, jedenfalls auch im 20. Jahrhundert annimmt, mit also Zehntausenden bis zu Hunderttausenden Toten im Spanischen Bürgerkrieg oder auch in Griechenland 44 bis 49, also mit dem ist das zahlenmäßig nicht einigermaßen gleichzustellen. Dass es am 12. Februar doch auch um die Macht im Staate gegangen ist, scheint mir evident zu sein. Ebenso wie beim Nazi-Juli-Putsch 34. Möglicherweise sind beide Gewaltvorgänge sogar zusammenzufassen, um einen zweiseitigen Bürgerkrieg, eine Bürgersituation in einem Dreiecksverhältnis, was ja die politische Struktur in der Zeit widerspiegelt. Den Nazis spricht man ab, also dass die einen Bürgerkrieg gemacht hätten, die sind nur SS-Putsch gewesen, stimmt nicht. Die haben sehr breite Unterstützung gehabt in Südösterreich, in der Steiermark vor allem. Breiteste Unterstützung dort am Land, in den Städten weniger natürlich. Die Frage ist jetzt, was wäre gewesen, wenn der Aufstand erfolgreich gewesen ist, im Sinne des Schutzbundes? Gedacht. Wenn er erfolgreich gewesen wäre, dann gibt es zwei Optionen wieder. Das eine ist, der Schutzbund hätte schnell gesiegt, was praktisch unmöglich ist. Er hätte gesiegt, er hätte das Regime Dollfuss gebrochen, die Polizei, das Militär und die Heimwehr besiegt, niedergeworfen. Die Sozialdemokratische Partei, Schutzbund, hätte nicht anders können, als mit Ausnahmemaßnahmen außerhalb der gesetzlichen Bestimmungen zu regieren, Maßnahmen zu setzen, eine Art Ordnungs- oder Übergangsdiktatur zu errichten. Das hat es gegeben, etwa also auch in Litauen, oder positiv ausgehend. Meistens führt das dann ins Gegenteil hin. Aber das heißt, auch ein Sieg der Sozialdemokratie hätte nicht ohne weiteres, mag sein in der längeren Sicht, in der Sicht von ein paar Jahren, zur Demokratie zurückführen können. Was hätte das für unser Bewusstsein heute für Rolle? Ich habe das 73 etwa in der Kommission angesprochen, hat niemand aufgerufen. Dann würden heute Sozialdemokraten, unserer einer etwa, nur
emotionelle oder denkmäßige, vor der Tatsache stehen, dass sie sich auch rechtfertigen müssten, hätten rechtfertigen müssen, dass sie nach dem gewonnenen Februar 1934 auch eine Diktatur errichtet hätten. Daher wäre die ganze Legitimitätsstruktur ganz anders gewesen. Reden wir gar nicht also von Außeneinwirkungen. Der Sieg wäre natürlich von innen heraus undenkbar gewesen. Von außen her war nur die Unterstützung von Mussolini für Dollfuss sicher. Das war das Einzige, was sicher gestanden ist. Die Tschechoslowakei alleine hätte kaum was unternommen. Die Westmächte, England, Frankreich, die waren in der Zeit schon, auch wie Hobsbawm schreibt, einer abwartenden Sicht, wie sie einerseits die Revolutionsdrohungen aus Russland oder auch durch linke Kräfte überall abwehren und andererseits mit diesen beginnenden Aushebelungen der Demokratie, des Liberalismus, Nationalismus, den sie viel als geringeres Übel betrachten, fertig werden. Das heißt, von den Großmächten her wäre also für den Schutzbund kaum eine Unterstützung möglich gewesen. Die Tschechoslowakei war durch ein durchaus wichtiger militärischer Faktor. Aber Mussolini, darf man auch nicht übersehen, war in der Zeit noch der verlängerte Arm von England und Frankreich, der Entente in das Donaubecken herein. Mussolini hat bis 1935 mehr oder weniger exekutiert die politische Ordnung für England und Frankreich. Also das heißt, Mussolini hätte nie die Seiten gewechselt und im Sinne seiner weiteren Kooperation, also mit den Westmächten, eine ganz andere Politik gewählt. Das heißt, auch hier ist eine außenpolitische Konstellation, die nicht zum Sieg der Sozialdemokratie geführt hätte, sondern im weniger schlimmen Fall zu einem mittleren Bürgerkrieg geführt hätte. Natürlich wäre die Intervention von Mussolini eingetreten. Woher hätten die Aufständischen Unterstützung gekriegt? Tschechoslowakei, Sowjetunion ist weit weg. Das hätte ein paar Wochen, ein paar Tage gedauert, ein paar Wochen vielleicht, und dann wäre das auch also mit einem Sieg der rechten Kräfte, in dem Fall wahrscheinlich genauso faschistisch wie der spanische Bürgerkrieg, ausgegangen. Das heißt, zu spekulieren, dass es Chancen gegeben hätte, aus dem Aufstand des Schutzbunds einen politischen Erfolg zu produzieren, ist rein intellektuelles Glassperlenspiel, aber bringt von der realpolitischen Einschätzung her nicht viel. Das heißt nicht, dass ich sagen möchte, Bernaschek war nur ein Hasardeur, ein Draufgänger, der sich keine Gedanken gemacht hat, aber aus der Situation heraus, in der er gehandelt hat, war sein Versuch durchaus ehrenwert, gut gemeint, aber auch nicht wirkungsvoll. Ich kann Ihnen nicht sagen, was meine persönliche Meinung wäre. Ich hätte mit meinem jetzigen, mit dem Post-45er Bewusstsein nicht gekämpft, wahrscheinlich. Also das kann man schwer sagen, weil wir in einer ganz anderen Zeit leben. Aber was hätte das also bedeutet, voraussehen müssen, wie die Außenwelt reagiert, wie das internationale System reagiert? Der Nationalsozialismus war schon fest etabliert. Die Nazis hätten wahrscheinlich ebenfalls interveniert, also von Deutschland herein. Und dann wäre er zeitlang, aber die Italiener hätten, Italien nehme nicht an, dass die gegen Hitler gewesen wären, sondern die hätten dann vorzeitig zur Achse möglicherweise zusammengefunden gegen die liberalen, also Demokratien. Also alles Spekulation, nur muss man das bedenken, weil in den Diskursen, in denen diese Geschichtsschreibung zum Februar 1934 und der sozialdemokratischen Strategie in der Zwischenkriegszeit gestanden sind, weil diese Diskurssituation, glaube ich, also damals nicht in der ganzen Radikalität überlegt wurde. Danke.